Das Bananenauto. Also das Auto quasi gerade zu drücken, ist fast unmöglich. Seid mir erneut gegrüßt, meine Nerds und Nerderinnen. Es ist ein neuer Montag, es ist ein neuer Klemmbaustein- oder Collectible-Tag und ich habe euch wieder was mitgebracht. Heute wieder was aus meinem coolen Haul-Video von McFarlane Walking Dead. Zombies und so. Wie letztens schon angeteasert, wo ich das Kleine vorgestellt habe, dieses Boiler-Gedöns. Hier oben mal kurz die Infocard dazu. Heute gibt's das hier. Das hier ist wieder ein McFarlane Walking Dead Set. Woodbury Assault Vehicle, 401 Teil und die Artikelnummer ist, Moment, ich muss nachschauen, 14562. Der UVP damals war $39,99, auch wieder eins von den Sets, das eigentlich nicht mehr im freien Handel zur Verfügung steht. Wenn ihr es irgendwo findet, sofort kaufen für einen anständigen Preis. Ich kann nur sagen, auf eBay sind die Preise widerlich. Ich verlinke euch eh wieder unten den eBay-Suchlink. So. Hätten wir das aus dem Ding, dann schauen wir uns das mal an. Hier ist die Schachtel. Hier die Front. Moment, ich versuche gerade so ein bisschen das Licht rauszukriegen. Hier ist die Front, also hier Hochglanz, wie man sieht, das Fahrzeug. Ne? McFarlane. So. Woodbury Assault Vehicle steht da unten. 401 Teil, wie schon erwähnt. Schöne Schachtel, kompatibel mit anderen Klemmbausteinen. Auch das wissen wir mittlerweile ja. Dann die Rückseite. Die Abenteuer der Rückseite. Wir haben hier ein paar Action-Shots von dem Gefährt. Wir haben hier unten den Klassiker. Das gibt's noch von uns. Kaufen, kaufen, kaufen. Hier steht nochmal McFarlane, Walking Dead, AMC natürlich. Genau. Hier steht nochmal die Thailand. Was steht denn im Text? Ich kann das nicht lesen. Contains Shumpert Figure. Ich habe keine Ahnung, was Shumpert heißt. Oder heißt der Typ so? Shumpert Figure with alternate set of legs and Walker Figure. Cool. Feature Functioning Wheels, Doors, Backgate, Net and Crane. Cool. Figures Feature Articulation at Main Joints. Okay. Da unten, also die Alternativsets, die da unten aufgezeigt werden, sind Prison Tower and Gate, Dale's RV, Prison Catwalk, Upper Prison Cell, Lower Prison Cell, Atlanta Hospital Doors, Boiler Room and More. And More. Also das Set and More fehlt mir. So, Quatsch. Also, das war die Schachtel. Seitlich haben wir noch den Typen hier drauf. Das ist dann vermutlich der Shumpert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die neueren Sachen da nie mehr gesehen von der Serie. Auf der anderen Seite, heute spiegelt das ein bisschen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Licht eigentlich nicht. Egal. Die andere Seite ist ident. Die Oberseite, Walking Dead, Woodbury Assault Vehicle, bla bla bla. Und auf der Unterseite Liege, Schmafu, Strichcode, nicht unter 3 Jahren, Kleinteile verschlucken, tot und so weiter. Schön. Ich stelle das heute mal dahin. Die Schachtel ist ja diesmal groß genug, dass ich sie dahin stellen kann. Sieht das gut aus? Kann man so lassen, oder? Schön. Dann, jeder, der meine Videos kennt, weiß, was jetzt kommt. Ein Stück Papier. Sie zu knechten. Auch hier ist ja wieder erwähnt, es sollte eigentlich alle von diesen Anleitungen von McFarlane online geben. Das Problem ist halt, die McFarlane Construction Set Webseite ist mittlerweile so zerpflückt, da fehlt einfach so viel Zeug, dass es teilweise eben nicht mehr so ist. Deswegen Papier oder, wenn ihr Glück habt, digital. Zum Thema Papieranleitung. Das Klassische, was bei allen McFarlane Walking Dead Sets ist, das ist dieses Comic-mäßige Papier, also recht dünn, aber stabil genug. Hinten haben wir wieder das ganze Zeug drauf, gibt es noch. Vorne haben wir so ein Bildchen mit dem Typen und dem Auto. Dann haben wir insgesamt, gibt es hier Seitenanzahlen? Ich werde mir das nie merken. Cool, wir haben 5 Seiten, steht da. Da steht irgendwie 80, 83, 84, 85. Okay, also wir gehen mal realistisch davon aus. Ja, das dürfte sich ausgehen, oder? Genau. Wir haben 85 Bauschritte für das Auto und das Zeug, ne? Und dann haben wir hier hinten aber noch irgendwie Zusatzseiten. Da gibt es noch eine Seite für das Netz. Ich zeige euch das dann eh gleich. Da steht 1, dann 2, wie man das Netz quasi befestigt.
3 und 4, wenn man die Figur reinsetzt und so. Ja. Und dann gibt es noch 5, keine Ahnung, ein fertiges Bild, da steht 5 in der Ecke, eine Teileliste, schön, damit kann man mich glücklich machen. Teileliste, Figuren und hier unten wieder das Kritik, bla bla bla, Webseite. Das erwähne ich ja in jedem Video. Ihr könnt die Webseite gerne anschauen, das eine oder andere findet ihr tatsächlich noch drauf. Aber ich garantiere für nichts. Genau. Am Anfang haben wir wieder, wie bauen wir die Figuren zusammen. Und hier sehen wir auch schon, der Kollege hat 2 verschiedene Arten Füße, sitzend und stehend. Die zeige ich euch dann natürlich gleich. Vom Bauschrittmäßigen. Die Anleitungen sind sehr übersichtlich. Wir verbauen eigentlich nie wirklich sehr, sehr viele Teile. Auf einmal sieht man das hier. Genau. Und es ist alles wunderschön bebildert. Die Farbwiedergabe in der Anleitung ist top. Die Teile sehen so aus, wie sie da drin aussehen. Keine bösen Überraschungen. Dann machen wir das mal kurz auf die Seite. Hierhin. Dann zeige ich euch das Set. Sitzende Füße. Das sind die Ersatzfüße von der Figur. Ja, nur damit ihr es mal gesehen habt. Mit den Füßen kann man den quasi vorn reinsetzen in die Fahrerkabine. So. Und jetzt zeige ich euch das Set. Und hier seht ihr auch schon ein kleines Problem von dem Set. Das ganze Set biegt sich so ein bisschen durch. Das heißt, nicht alle Reifen berühren den Boden. Seht ihr das? Also wenn man jetzt hier drauf drückt, dann schon. Aber das ist so ein bisschen bananenartig, das Set. Leider. Ich glaube einfach, dass dieser Rahmen, auf dem wir dieses Fahrzeug draufbauen, der steht halt ein bisschen so unter Spannung, kommt mir halt vor. Seht ihr? Die Reifen drehen sich irgendwie. Wenn ich hier die Hand weg mache, nicht. Wenn ich hier die Hand drauflege, alles gut. So, heute ist das Licht ein bisschen dunkel, oder? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Findet ihr das heute extrem dunkel? Ich finde es irgendwie merkwürdig. Ich schaue die ganze Zeit auf den Bildschirm und denke mir, was zeige ich euch? Ich zeige euch zuerst mal das Zubehörzeug, ne? Wir haben hier einen Haken im Kran. Daran hängt ein Netz. In diesem Netz, laut Anleitung, verfrachtet man, wenn ich ihn rauskriege, den Walker. Knuspriger Walker zum Mitnehmen. Schön. Und das Netz, eigentlich recht schick. Das ist, fühlt sich auch eigentlich recht gut an. Ich leg das mal da irgendwo hin. So, so, hier vorne. Sieht man das? Mein Tisch ist irgendwie kürzer als sonst. Dann haben wir noch die Figur von dem Kollegen. Wie hieß der jetzt? Keine Ahnung. Der halt. Der hat wieder ein Gewehr mit, hat Füße und eben Alternativfüße. Auch recht schick, ne? Gefällt mir. Der steht dann quasi da hinten drauf. So. Dann haben wir einen Kran. Also ich habe das ja früher schon vorgelesen. Das ist auch ein funktionierender Kran. Das heißt, man kann es raufkurbeln, runterkurbeln. Beim Runterkurbeln muss man da so ein bisschen ziehen. Weil das wird da vorne quasi so eingehängt, ne? Und ja. Aber er funktioniert. Ihr seht das. Das ist schön. Ja. Der Rest ist starr. Es gibt sonst nichts mehr, was sich bewegt, außer natürlich die Reifen. Ah ja, jetzt seht ihr das auch gut. Das Bananenauto. Also das Auto quasi gerade zu drücken, ist fast unmöglich, weil sobald man da so ein bisschen rumdrückt, ja, fallen so ein paar Sachen ab. Ne? Die steckt man dann wieder an und dann versucht man das eben halbwegs unbananig hinzukriegen. Aber ihr seht, das ist schon wieder nach oben gebogen hier vorne. Naja. Okay, so, jetzt ist die Schnur auch noch vom Kran runtergefallen. So, jetzt fällt sie nicht mehr runter. Jetzt zu den Details. Ihr seht, wir haben die klassischen McFarlane-Steine. Das heißt, alles so leicht marmoriert, so leicht dreckig, leicht grindig, würde ich sagen. Hier auch die Sitzfläche mit dem Holz, 1000 verschiedene Farben, finde ich sehr, sehr cool. Die Bodenplatten und so, alles, wie gesagt, so realistisch wie möglich halt, ne? Und das habe ich auch schon in anderen Videos erwähnt. Das war bei McFarlane halt so ein Spezialding irgendwie. Die haben einfach, wenn sie was gebraucht haben, Formteil gegossen.
Nicht so wie bei Megaconstructs. Die schaffen es auch, viel Details reinzubringen und haben auch viel von diesen Realistiksteinen, von diesen dreckigen Steinen. Und die machen halt sehr viel oder ich glaube so ziemlich alles ohne Formteile. Und da sieht man halt, also hier haben wir jede Menge Formteile, so wie die Scheibe und so. Ja, natürlich sieht das cool aus, aber es ist halt irgendwie geschummelt, oder? Aber trotzdem geil. Trotzdem geil. Also ihr seht hier die Lichter vorne mit den Reifen. Das ist alles sehr, sehr schick, ne? Muss man halt auch mal so sagen. Die Rückseite habe ich euch noch nicht gezeigt. Hier hinten haben wir auch noch so ein paar Steine. Da ist eben, wie gesagt, der Kran. An den Kran kommt das an. Der Kran bewegt sich. Und die Unterseite, damit ihr auch seht, wie das gebaut ist. Und das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem. Wir haben diesmal keine durchgängige Bodenplatte irgendwie. Die Reifen sind hier drauf gesteckt. Das funktioniert auch recht gut. Nur hier drin, wo quasi dann so der Bug nach hinten geht, also zur Ladefläche, also quasi ziemlich genau hier auf der Höhe, das ist halt alles nicht wirklich miteinander verbunden. Irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Das ist alles mit so Technikstangen, sieht man hier, wenn man durchschaut. Hier sind so, das sind alles Technikstangen. Aber wie gesagt, irgendwie halt, ja, ein bisschen mehr Verbindungspunkte hätten nicht geschadet, dann hätten wir jetzt nicht das Bananenauto. Jetzt sieht es gerade wieder ein bisschen besser aus. Aber ich habe euch das ja früher gezeigt. Also es bewegen sich fast nie alle Reifen. Jetzt geht's. Also ich habe es jetzt gerade so ein bisschen. Aber sind wir uns ehrlich. Das Ding ist ein Displaymodell. Das wissen wir alle. Das heißt, niemand von uns wird sich das Modell jetzt quasi irgendwie hinstellen und den Kindern mit 5 Jahren sagen, hey, spiel mal ein bisschen mit dem Zombie-Auto. Nee, warum auch, ne? Ich probiere das jetzt wieder zusammenzufuddeln, damit ich euch das zeigen kann hier. Also der Zombie kommt ins Netz rein, das Netz wird zusammengefaltet wie ein Burrito. Burritos. Dann haben wir hier oben quasi so das Netz. Das kann man jetzt quasi hier so probieren einzuhängen. Ich habe da letztens auch ein bisschen länger dafür gebraucht. Also ich möchte mich gleich mal entschuldigen, wenn es jetzt nicht so hinhaut auf Anhieb. Aber doch, haben wir hingekriegt. So, und schon hängt der Zombie wieder in der Falle. Genau. Ja. Das war das. Ihr kennt meine Meinung zu den McFarlane Sets. Ich persönlich finde sie mega cool. Weil sie halt einfach von den Details her und so, sie sind definitiv für Erwachsene. Steht ja auch drauf. Es ist, ich glaube, 12 plus oder so. Genau, 12 plus. Ich schiebe das jetzt mal so hin. Mach das mal alles da drauf. Und ja, also wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon. Von mir aus, ich finde es schade, dass es die McFarlane-Geschichten nicht mehr gibt. Die hatten ja ein paar Sachen. Die hatten ja auch Game of Thrones kurzzeitig. Es gibt sogar South Park Construction Sets. Also wenn ihr die irgendwo findet, die sehen ziemlich lustig aus. Und Fridays at Freddy haben sie, glaube ich, noch. Und weiß nicht, was noch. Ein bisschen was halt. Interessanterweise gab es nie ein Spawn-Set, obwohl McFarlane ja eigentlich der Erfinder von Spawn ist. Naja, hat sich hier erledigt. Also mittlerweile macht er wieder das, was er gut kann. Actionfiguren. Zurück zu dem Set. So, ich bin ein großer Fan von den McFarlane-Sets. Display-technisch ist das so ziemlich das Coolste, was es gibt, meiner Meinung nach. Von den Details und von den Farben und so. Und eben, wie gesagt, diese abgefuckten Blöcke, also diese Grindblöcke. Dass das alles so aussieht, das wäre dreckig und alt. Mega cool. In der Optik hätte ich voll gern Star Wars Sets übrigens. Ja, das Set ist top. Wie gesagt, der Bananeneffekt, wenn man alles ein bisschen zusammendrückt und immer so ein bisschen... Es funktioniert. Mir persönlich ist es egal, das Ding landet hier im Regal. Ihr kennt das. Jedes Mal, wenn ich was gebaut habe, was im Regal landet, steht das dann eine Zeit, dann kommt das wieder raus, dann kommt das nächste rein, dann kommt das wieder raus. Und ja... Ich kann nicht viel Negatives dazu sagen. Die Teile funktionieren. Top. Also, das war's für das Video. Und ihr wisst wie immer, was zu tun ist. Liken, abonnieren, das Glöckchen aktivieren, meine Freunde. Folgt mir auf den Social-Plattformen, folgt uns auf den Social-Plattformen. Sarah ist ja mittlerweile auch ein großer Teil von dem Kanal. Ich stelle das mal hier hin. Und es gibt auch Merchandise, das wisst ihr ja, so wie das hier. Es wird jetzt auch ein Merch-Video geben, das kommt jetzt als Special-Video mal die Tage oder nächste Woche oder so. Lasst euch ein bisschen überraschen. Und ja,
Danke fürs Zusehen, meine Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht von Zombies beißen und Cheerio.